Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier nochmal hier den Deutz D25 hier vorstellen. Der kostet hier 8.500 Euro und den 130. Er ist jetzt aus der Beta draußen. Wir haben jetzt hier die V1 erreicht. Ja, 20 km/h soll er schnell sein. 36 Liter Dieseltank haben wir und wir haben eine Leistung von 25 PS entsprechend hier. 18 kW. Wir haben hier jetzt so, da steht auch den Messerbalken. Wenn wir den Beispiel weglassen wollen, dann haben wir plus minus 100 Euro, also 8.400 Euro nur. Und dann können wir uns zum Beispiel für 160 Euro hier diesen Bügel hier hinzufügen. Oder noch vorne ein paar Gewichte für 50 Euro. Dann haben wir noch seitlich Gitterrad, zum Beispiel fügen. So her, wo auch genug hier Antrieb hast, würde ich mal sagen. Dafür ist das, glaube ich, hier da, oder? Glaube ich, als für 100 Euro Aufpreis. Ja, ich habe jetzt schon mal gekauft zweimal und ich denke mal, wir schauen uns das natürlich genauer an. Ich habe hier das volle Paket hier gekauft, wie man ja unschwer erkennen kann. So, und ich würde mal sagen, wir steigen einfach mal ein. Dann sehen wir, was wir so machen können. Ja, wie wir sehen, hier kommt hier schon der Kunst schon mal raus. Wir fahren jetzt einfach hier mal mit denen davor. Haben unsere quietsche Hupe schon mal da. Und testen mal hier unseren Balken schon mal. Ja, wir fahren jetzt schon mal hier mit 19 km/h. 20 Hammer. Oh, klappen hier mit der Maus. Der linken diesen Balken schon mal aus. Schalten wir schon mal ein. Wir haben hier das Geräusch da. Animationen leider hier bei den Messerbalken leider kein. Aber wir sehen, hier funktioniert hier das mit dem Partikelsystem schon mal ganz gut. Kannst du ein bisschen anheben, so ja, so anpassen den Untergrund natürlich. Und das arbeitet natürlich noch weiter. Haben wir hier 16. 17 km/h mit unserem Balken. So, mal wieder ein. Also läuft auch noch komischerweise. Ja, halt mal wieder mal aus. Wir wollen schon ehrlich bleiben. So, mir gefällt das jedenfalls ganz gut. Linker, wie wir sehen, funktionieren. Wir machen natürlich gleich unseren Lichttest natürlich im Dunkeln. Reifenspuren macht er. Bremsen, ja, tut er sofort stehen. Also man hört kein Quietschen. Das wäre ja auch noch echt cool natürlich, wenn das noch hier hinzugefügt werden wäre. Wenn man bremst, wenn man so, ja, so ein leichtes Quietschen so hört, wie man so oft bei den Oldtimer-Mods natürlich hört. So, natürlich jetzt hier unser Lichttest. So, jetzt einmal hier vorne weiter vor, dass man hinten her was hier natürlich ganz dunkel ist. Denn also wir haben hinten keinen Schein, dafür sind die Birnen ein bisschen zu schwach. Einen Schein an der Seite haben wir leider auch nicht am Boden. Aber wie gesagt, haben vielleicht sind da ja auch schwächere Birnen drin. So, wenn ich jetzt hier durchschalte, so her tut sich nichts mehr. Man kann schon besser öfter durchblicken, aber kommt da nichts. Armatur. Haben wir jetzt keine Animation da von der Kontrolllampe? Ja, auch nicht. So, gehen wir wieder natürlich ins Tages natürlich retour. Cool wäre es natürlich, wenn da hier irgendwas noch animiert wäre. Mal aus. Und jetzt halt mal da. Wäre cool, wenn das mit dem Abgas natürlich ein bisschen später kommen würde. Und man sieht hier, animiert leider hier so nicht. Und die Pedale. Lenkrad natürlich funktioniert da los. So, jetzt fahren wir einfach hier mal auf hier unten. Test.
Gelände mal rauf und schauen uns mal an, wie die Achse bearbeitet. Sehen wir jetzt hier, Achse ja, funktioniert. Da los. So. Ja. Ist echt cool natürlich. Ach, da läuft ja der Fuchs ja schon wieder. Wenn man den einfach mal so her. Unser Otto natürlich, was ihr natürlich gesehen habt. Und wir steigen jetzt einfach in den anderen ein und machen hier uns einen Gletschertest. Gruppe. Ja, die Bremsen reagieren sehr extrem. Das coolen wir mal an. Da sehen wir hier dynamische Schläuche verbaut. So. Und den nächsten natürlich auch zur Brust. Sehen wir hier. Also das Lenkgestänge ist hier animiert. Nur das unten, das von Lenkgetriebe her, leider her nicht, wie wir sehen. Aber vielleicht kommt das noch oder auch nicht. Man weiß es nicht. So, dann haben wir jetzt hier das da. Funktioniert schon mal. Und hier uns Eckkelle gerade zu Einsatz. So, dann haben wir jetzt hier den. Sind wir hier von Bauart bedingt. Ist das hier leider schmäler. Da muss man dann also auf das Spiel Mods dann zurückgreifen, wenn man das Original, das breit ist, wenn es einen stört natürlich. Vorne her, wenn wir hier Kupplung funktioniert. Und das schieben wir wieder zurück. So her. Jedenfalls ein dicker Oldtimer-Mod. Ich finde jedenfalls, wird für jeden natürlich in den Mod-Ordner, der was jetzt mit Oldtimer natürlich spielen möchte. Wenn man sich so anschaut. Ganz ordentlich aus. Ist ja auch Luftfilter. Habe mir jetzt neulich erstmal ein Video angeschaut über die Firma Deutz vorher. War sehr interessant. Ja, wenn dir hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust und natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus. Bis euch. Euer Franz.